ihr Lieben. Hallo, hallo. Ja, ich habe es mir hier mal gemütlich gemacht. Und zwar für mein High Noon Video für euch. Ganz kurz schauen, ob es klappt hier. Bin auf dem Balkon. Jetzt ist der Wind noch nicht so wahnsinnig stark. Und deswegen kann ich das auch mal machen. Ich warte noch einen kleinen Moment, bis ihr alle da seid. Ja, es ist mega gemütlich hier. Mal schauen, ob ich das teilen kann. Genau, sehe ich mich. Hello, hello. So. Hi Noon Video für dein gesundes Leben im Wohlstand. Ich meine, was wir alle wirklich wollen, ist doch eigentlich nur das eine. Wir wollen gesund sein. Und wir wollen im Wohlstand leben. Das heißt, wir wollen, dass es wir wohlstehen, dass es uns wohl geht, dass es uns gut geht. Und was sind die Sachen, die uns davon abhalten? Das ist eigentlich das Einzige, was es zu bearbeiten gibt. Einfach zu sagen, was ist eigentlich da in mir, um mich herum, was mich beeinflusst, dass ich nicht eins werden kann mit meinem gesunden Leben. Hallo, hallo, ich sehe gar nicht so viel. Ein bisschen weit weg. Was lässt mich nicht eins werden mit meiner kompletten Gesundheit und mit meinem kompletten Wohlstand, mit meiner Fülle? Ja, Gesundheit ist ja auch Fülle an Gesundheit und Wohlstand ist Fülle an Geld, Fülle an finanziellen Mitteln, finanzieller Freiheit und auch Gesundheit erlaubt uns ja eigentlich nur wirklich frei zu sein, uns frei bewegen zu können, frei dorthin gehen zu können, wo wir möchten, frei von Schmerzen zu sein. All das ist ja eigentlich das, was wir uns wirklich, wirklich wünschen. Und was steht uns im Weg? Wir wissen ganz genau, dass wir mit dem Zustand eins werden müssen, den wir uns wünschen. Und das ist eigentlich das einzige Problem. Es ist das Problem der Trennung, dessen, dass wir nicht eins sind mit unserer Vorstellung von uns selbst im Wohlstand und in kompletter Gesundheit. Das ist unser einziges Problem. Und auch dieses Problem, das hält uns davon ab, einfach frei zu sein, froh zu sein, glücklich zu sein, weil es immer wieder Gründe in unserem Kopf, Gründe in unserer Geschichte gibt, in unserer Story, die wir uns selber erzählen, warum das eben nicht so sein kann. Warum wir nicht komplett umato gesund sein können. Ja, und deswegen ist für mich der Schlüssel gewesen, wirklich diese Göttlichkeit in mir zu erkennen. Anzuerkennen, dass es zwei Stories über mich gibt. Es gibt die eine Story meines Lebens, die Story, die mir erzählt worden ist von anderen und die ich dann selber weiter erzählt habe und weiter ausgebaut habe über mich selber. Und dann gibt es die göttliche Story über mich, die göttliche Ansicht über mich, die Ansicht meiner göttlichen Herkunft, meiner wahren Herkunft, meiner wahren Identität, diese Ansicht über mich und über die Welt. Das sind zwei komplett verschiedene Ansichten. Und wenn ich diese beiden Ansichten, danke für die Herzchen, wenn ich diese beiden Ansichten in Einklang bringe und erkenne, was eigentlich meine alte Story oder die Story, die ich glaube und die Story, die mir das Leben und die Realität vielleicht bis heute noch widerspiegelt, ist die halt einfach nicht der wahren Story über meine Göttlichkeit, über meine göttliche Herkunft entspricht. Und wenn ich diese zwei Stories anschaue, dann sind die einfach grundverschieden. Und meine eine Story, meine alte Story, die kenne ich ja. Aber diese göttliche Story über mich,
die kenne ich halt noch nicht so gut, ja? Und die muss ich kennenlernen, damit ich weiß, wer ich wirklich bin und aus diesem Wissen heraus mir immer mehr und mehr erlauben kann, in dieser Fülle und in dieser Freiheit zu leben, die ich mir so sehr wünsche. Und das ist für mich einfach dieser einzige Schlüssel, zu erkennen, was ist denn meine wahre Identität und welche wahre Story hängt da dran. Und ich kann dir sagen, was es für mich ist. Für mich, meine wahre Story ist wirklich die, dass ich hier gekommen bin als Abbild des Göttlichen. Als Abbild des Göttlichen, das ist meine wahre Identität. Und jetzt muss ich halt noch wissen, wie dieser göttliche Ursprung, meine göttliche Herkunft eigentlich die Welt sieht und eben auch mich, damit ich mir diese Perspektive über mich und die Welt aneignen kann. Und eins ist ganz, ganz sicher, diese göttliche Perspektive, die hat eine Qualität und diese Qualität ist perfekte Liebe, liebende Perfektion. Alles ist in Fülle, alles ist da, es gibt keinen Mangel. Und diese göttliche Perspektive ist eben pures Leben. In Südamerika sagt man pura vida. Und dieses pura vida, das ist genau das, was es gilt zu spüren. Dieses pure, pure Leben. Uneingeschränktes, pures Leben. In absoluter Fülle und eben auch in absoluter Gesundheit ist dieses pure Leben für mich da. Wenn ich bereit bin, in dieses pure Leben einzutauchen. Und dieses pure Leben besteht aus purer Liebe und eben aus dieser puren Wahrheit heraus. Und die pure Wahrheit ist, dass an mir nichts falsch ist. Dass an mir nichts verkehrt ist, dass ich niemals als göttliches Wesen einen Fehler begangen habe. Die Fehler, die ich vielleicht begangen habe oder das, was nicht gut genug ist oder das, was beurteilt worden ist, das ist nicht aus einer göttlichen Perspektive heraus geschehen, sondern es ist aus einer beurteilenden, mangelsehenden, kleinen, menschlichen Perspektive herausgesehen. Entweder habe ich mich selbst so beurteilt, klein, aus dieser kleinen menschlichen Perspektive heraus, oder wurde ich halt von anderen aus dieser kleinen und menschlichen Perspektive heraus beurteilt und habe das tatsächlich als Wahrheit angenommen. Aber wenn ich das alles mehr und mehr durchschaue, dann muss ich das auch nicht mehr weiterhin als Wahrheit annehmen, sondern kann es einfach als das hinnehmen, was es war. Und zwar eine alte Geschichte auf alten Voraussetzungen, Bedingungen, Beurteilungen und Paradigmen basierend. Und wenn ich jetzt diese ganzen alten Geschichten, Paradigmen, Bedingungen, Beurteilungen, Verurteilungen, Ansichten loslasse und stehen lasse, mit meinem alten Kleid, mit meiner kompletten alten Identität, dann kann ich mir erlauben, in eine neue Identität einzuspringen, und zwar in die wahre göttliche Identität, die schon lange auf mich wartet, von der ich mich einfach abgetrennt hatte, weil ich es nicht besser wusste, weil es mir halt niemand beigebracht hat. Und wenn ich mir das jetzt halt selber beibringe, und eben auch anderen Menschen gleichzeitig beibringe, dass die wahre Identität, das wahre Sein eines jeden, diese göttliche Fülle, diese göttliche Liebe und das pure Leben sind und alles, was dem entgegenspricht, einfach nicht wahr ist und demnach auch nicht zu mir gehört. Und das ist meine Kraft. Dass ich meine Wahrheit permanent sprechen und postulieren darf. Auch wenn es außer mir vielleicht gerade niemand tut. Auch wenn es außer mir vielleicht im Außen nicht den Anschein hat, dass es so ist. Aber wenn ich das möchte, dieses Leben aus diesem göttlichen Sein heraus,
aus meiner wahren Identität, aus meiner göttlichen Herkunft heraus zu führen, dann kann es nicht sein, dass irgendetwas nicht perfekt ist, dass irgendetwas nicht da ist, dass ich um irgendetwas kämpfen muss und schon gleich gar nicht, dass ich irgendjemand anderen was wegnehmen muss oder, ganz, ganz wichtig, dass ich irgendetwas, was mit meiner vergangenen Geschichte zu tun hat, ablehnen oder sogar hassen muss. Weil das ist ja alles mit meiner alten Geschichte verbunden, das ist ja alles mit meiner alten Story verbunden. Und aus meiner neuen Identität, aus meiner göttlichen Wahrheit heraus, würde ich diese alte Story total anders betrachten, weil ich zum Beispiel dann auch weiß, ja, wenn ich göttlicher Herkunft bin und ein göttliches, liebendes, perfektes, geliebtes Wesen bin, dann ist es in logischer Konsequenz auch jeder andere auf diesem Planeten. Ob er das von weiß oder nicht, das ist völlig unerheblich. Hauptsache ich weiß es. Und wenn ich das weiß, dann weiß ich auch, dass es nicht darum geht, dass ich irgendjemanden verzeihe, sondern dass ich göttliches Verzeihen bin. Weil die Göttlichkeit muss gar nichts verzeihen, weil ja aus göttlicher Perspektive von Seele zu Seele nie ein Fehler passiert ist. Und wenn ich das anerkennen kann, dann fällt mir Verzeihen in Anführungsstrichen ja sowas von leicht. Sehr gut. Komm. Hundilein. Ja, wie im Hund. Mein Hund frisst immer wieder Scheiße. Ekliges Zeug und dann stinkt sie. Aber das kann ich ihr doch verzeihen. Super eklig. Das ist wirklich nicht schön. Aber dieses göttliche Hundewesen, das kann ich gar nicht so verletzen durch sein Gestinke, weil er sich nicht verteidigt und sagt, dass Stinken und Scheißfressen gut ist. Deswegen fällt mir das Verzeihen ja auch so leicht. Und sie macht es immer wieder und ich weiß es. Aber es macht nichts. Ich liebe sie trotzdem bedingungslos, weil sie eben auch nicht die ganze Zeit beschäftigt ist, mir irgendeinen Text einzuflüstern, wie doof ich bin, weil ich es doof finde, dass sie Scheiße frisst. So, ja, ich weiß nicht, ob das eine gute Analogie ist, aber so ist es doch. Und dieses Geplapper, ob es von anderen Menschen kommt und bei uns im Kopf reproduziert wird und immer wieder diese Trennung einredet und all diesen Mangel einredet und all diese Krankheit einredet, dann, ja, dann kann ich doch jedes Mal entscheiden, was will ich glauben, was ist wahr für mich als göttliches Wesen aus göttlicher Perspektive. Und bei Krankheit ist es halt mega wichtig auch und mega krass, ja, weil wir halt das immer wieder am Körper empfinden. Aber letztendlich ist es wirklich so, dass wir am Körper unsere Gedanken und unsere Überzeugungen empfinden. Und natürlich auch das empfinden, was uns die Ärzte sagen und einreden und was uns Röntgenbilder sagen und einreden. Aber wenn ich weiß, dass das göttliche Ich einfach mit kompletter, hundertprozentiger Gesundheit gesegnet sein muss, weil die Göttlichkeit ja nicht krank sein muss, kann und keine Krankheit kennt und das göttliche Perfekte einfach nicht materiell ist, sondern aus Spirit, als Geist, aus Energie besteht. Und das ist genau diese Energie, die wir spüren, wenn wir zum Beispiel eine Meditation von Dr. Joe Dispenza machen, wo wir in den Zustand kommen, dass wir kein Körper an keinem Ort und zu keiner Zeit sind, also wenn wir keine Substanz mehr sind, wenn wir uns dematerialisieren, wenn wir uns nicht mehr mit unserer materiellen Form identifizieren, dann spüren wir diese klare Liebe und diese klare Perfektion und eben auch diese klare Gesundheit, die dort herrscht in diesem Raum, in diesem energetischen Zustand. Und nun ist es meine Aufgabe, meine Heimat,
in diesen energetischen perfekten Zustand zu finden. Und zwar so lange, bis die Materie nachgezogen hat. Und die Materie ist in dem Fall mein Körper oder eben auch mein Bankkonto. Aber beides funktioniert nach dem ein und selben göttlichen Prinzip. Und je mehr ich über dieses göttliche Prinzip verstehe und je mehr ich es für mich als meinen wahren Seinszustand und als meine Wahrheit annehme, desto mehr spüre ich, wie eigentlich ich nur aus diesem Herzen, aus dieser Liebe bestehe und alles andere daraus erschaffen wird, aus dieser Energie. Aber nicht andersrum. Es ist nicht andersrum, dass die Materie mich erschaffen hat. Das ist halt nicht so. Auch wenn es den Anschein macht. Sondern ich erschaffe Materie. Und wenn ich dann halt in Anführungsstrichen so blöd bin und mich immer wieder in der Materie reflektiere, anstatt dass ich mich in meinem wahren Sein und meiner wahren Herkunft reflektiere, dann rekreiere ich halt immer wieder die gleiche Materie. Aber wenn ich mich in meinem wahren Sein und meiner wahren Herkunft, in der wahren Fülle, in dem Ort, in der Energie, in dem Raum, wo alles schon vorhanden ist, reflektiere, dann muss aus universellen Gesetzen her die Materie das reflektieren, was mein energetischer Grundzustand ist. Und wenn ich mir diese ganze Göttlichkeit wirklich einverleibe und das einfach akzeptiere, dass es seit Menschengedenken die einzige Wahrheit über Mensch ist und alles andere verdammte Lügengeschichten sind, die aus dieser vorgestellten Trennung her entstanden ist, aus der Identifikation mit Materie und der Vorstellung, dass Materie gegen Materie bewegt und beeinflusst, kontrolliert und manipuliert werden muss, dann kann ich das glauben. Aber ich kann es auch jetzt sein lassen und einen anderen Weg gehen. Und das ist für mich der aller einzigste Weg, der mich wirklich konsequent zu meinen Wünschen, Zielen und Träumen und zu meiner Wahrheit, zu meinem wahren Paradies hier führen kann. Und das möchte ich einfach, dass ihr das alle für euch verinnerlichen könnt. Und zwar ist es ein Prozess, der wird immer mehr und mehr verinnerlicht, indem du deine Perspektive über dich, über die Welt jetzt gleich der Akku aus. Indem du deine Perspektive über dich und die Welt einfach revidierst und berichtigst und in die Wahrheit zurückschickst. Ein Schluck Kaffee. Und da gibt's Divine Healing ist zum Beispiel ein geiles Tool, damit du diese Energie und dieses Standing lernst, als göttliche Persönlichkeit für dich und andere zu agieren und zu wirken und Wirkung zu erschaffen und Dinge eben in den höchsten Ebenen und höchsten Schwingungen für dich und andere zu erschaffen. Deswegen haben wir dieses Divine Healing kreiert, dass es ein einfaches Tool gibt, dass es ein Einsteigetool gibt. Und wenn du diese Energie mehr und mehr kennenlernst, dann lernst du auch mehr und mehr für dich zu verinnerlichen, diese Denk- und Sichtweise und die neuen Paradigmen. Und dann auch für dich neue Postulate zu finden und einfach zu sagen, ich weiß, wie die Welt funktioniert. Ich muss mir da keinen Mangel rein postulieren. Ich brauche da kein Wenn und Aber. Ich brauche da keine Voraussetzungen, ich brauche da keine Bedingungen, sondern ich weiß, dass ich einfach nur erschaffe durch meine Entscheidungen, durch meine Wahrnehmung. Erst in dem energetischen Raum und zwar so lange, bis ich sie auch in der materiellen Welt zur Sicht bekomme. Ganz einfach. Aber wenn ich halt vorher immer wieder in der materiellen Welt schauen gehe, wo die Sachen sind und sie dann nicht sehe und dann enttäuscht bin und dann erst wieder Zeit verliere, bis ich dann wieder alles klar Schiff habe und wieder in der immateriellen Welt anfange zu kreieren, dann verliere ich halt so viel Zeit. Und
deswegen sind diese Masterminds auch so geil. Ja? Weil wenn du dich darauf einlässt, dann wirst du mitgezogen. Dann siehst du, dass diese immaterielle Welt erstmal die wahre Welt auch für die anderen ist. Weil aus dieser wahren göttlichen Fülle heraus kreieren wir nun mal alles. Und deswegen ist Mastermind so wertvoll. Deswegen sind diese Übungen, die wir zusammen machen, diese Erkenntnisse, die wir teilen, die wir verinnerlichen, wir sind da in einer eigenen Welt. Ja, wir sind da jetzt zum Beispiel mit die beiden Mannis sind in der Schöpferwelt. Und wenn dich das wirklich anspricht und sagst, ja, Flix, ich wusste ja, dass da irgendwas ist mit dieser Göttlichkeit, aber ich habe das nicht richtig für mich hingekriegt und immer wieder probiere ich es und ich fall raus und ich weiß es ja irgendwie, aber irgendwie weiß ich es doch nicht, dann ist es auch wirklich super, wenn du diese Ausbildung zum Master of Divine Healing mitmachst, auch wenn es nur erstmal für dich ist. Die Schritte, die logischen Schritte, die daraus entstehen, wenn du in deine klare göttliche Macht und Kraft und Power und Liebe eingetreten bist, die kommen von selber, weil sie aus der Energie raus entstehen, aus der du wirklich bist und wo die Power halt liegt. Und du kannst es mir so fest glauben, ich habe alles probiert. Es geht nicht anders. Es geht einfach nicht anders. Du kannst es mit Kraft und mit Willensstärke kommst du sehr, sehr weit. Aber irgendwann mal bist du müde. Und dieses göttliche Wissen und dieses göttliche Sein erlaubt dir nun mal, alle Bedingungen loszulassen und vielleicht auch deine eigenen Bedingungen zu kreieren, weil dein menschlicher Verstand braucht ja immer ein bisschen Futter. Also kannst du ihm nicht sagen, ja, du kannst jetzt Geld im Schlaf verdienen, wenn er das halt nicht glaubt. Aber wenn du ihm beispielsweise die richtigen Argumente gibst und die richtigen Zutaten gibst, dass dein menschlicher Verstand es auch glauben kann, weiß das dein göttlicher Verstand schon lange, dass die Fülle ja schon da ist, egal ob du wachst oder schläfst. Ja? Es ist ja schon da. Und das sind diese Dinge, die geschiftet gehören. Sonst bist du immer wieder auf dem alten Trichter. Und das Leben wird dir immer wieder zeigen, dass die Recht haben, ja? Dass die Materialisten, die in der Realität leben und sagen, aber es ist doch so, schau doch mal, das ist doch die Wahrheit. Die werden immer wieder kommen zu dir. Und die werden dich immer wieder versuchen, sich zu ziehen in ihre Seite des Mangels, weil es ist ja viel schöner, wenn wir zusammen dort sitzen. Aber du kannst dich halt jedes Mal, jeden Moment wieder entscheiden, ob du jetzt Materialist und Realist bist oder ob du göttlicher Realist bist und die göttliche Wahrheit lebst und damit eben langsam aber sicher die materielle und realistische Welt für die Leute mit veränderst, dass sie das vielleicht dann irgendwann auch sehen können. Aber eigentlich kann es dir ja egal sein, weil wichtig ist ja, wo möchtest denn du gerade sein? Wo fühlst denn du dich gerade wohl? In welchem Ich fühlst denn du dich gerade wohl, ja? Und dieses göttliche Ich ist einfach dein Wohlfühl-Ich. Das ist dein komplettes, gesundes, nicht mangelhaftes, nicht im Mangel stehende Ich. Und das darfst du sein. Und wenn ich dir dabei helfen kann, weil ich wirklich jedem, jetzt sage ich es halt mal so, wie es ist, ich suche immer ein bisschen anständig zu reden, aber jeden Mindfuck dieser Welt schon mitgemacht habe. Und ihn immer noch mitmache. Und immer wieder ihn abhole und sage, who the fuck are you? Was willst du von mir? Verdammtes Lügenteil. Stimmt doch alles gar nicht, was du mir hier einlaberst. Und je mehr und mehr ich das mache, desto weniger kommt dieser Mindfuck raus. Und das kann jeder. Aber du musst dich halt zwischen zwei Welten entscheiden. Du musst dich zwischen zwei Identitäten entscheiden. Und dann kann es halt sein, wenn du dich halt für deine neue göttliche Identität entscheidest, dass dein materialistischer Rest der Welt vielleicht gerade mal nicht sofort okay ist damit. Weil der normale menschliche Kopf mag keine Veränderungen. Man stell dir mal vor, du gehst ins Bett. Du bist irgendwie die total abgeschuftete Mutter von 5 Kindern, völlig im Stress, hast deine Haare seit 2 Wochen nicht gewaschen
und stehst am nächsten Morgen auf und das Erste, was du tust, du machst dich schön. Hallo? Deine Welt steht da und schreit nach Frühstück. Ist klar, dass es komisch ist, aber glaube mir, sie werden sich dran gewöhnen und du wirst einen Weg finden und du wirst eine Balance finden für dich und du wirst einen Weg für deine Verwirklichung, für deine Selbstverwirklichung aus deinem neuen Sein und aus deinem neuen Ich hundertprozentig finden. Und weil sich das so gut anfühlt, wenn du das machst, dann wollen die Realisten um dich herum in den meisten Fällen auch bei dir bleiben, weil du ja so ein schönes Beispiel für Harmonie und Balance gibst und Angst kein Thema mehr für dich und dein Umfeld ist, weil du so komplett verankert bist in deinem göttlichen Sein, in deinem göttlichen Vertrauen, in deinem göttlichen Wissen. Das ist für mich das Absolute. Das ist für mich das Ziel, das ist das für mich, wofür ich hier bin. Und dass ich dann quasi am Ende meiner Zeit hier einen absolut nahtlosen Übergang habe. Der einzige Unterschied ist dann einfach, ja, der Körper ist halt nicht dabei. Aber so what, meine Seele ist ja immer noch da und die ist dann rein und die ist klar. Und was danach passiert, das kann nur schön sein, oder? Weil aus einer schönen Energie kann dann nur ganz schöne Dinge passieren. Also das ist halt dann so das Ultimo, oder? Um auch zu wissen, geil, alles gut, alles fein, muss von nichts Angst haben. Ich bin unendlich, meine Seele ist unendlich, Materie ist vergänglich, aber Materie kann eben auch wieder erschaffen werden. Das sind halt krasse Perspektiven. Und wenn dir das zusagt, dann kann das für dich echt auch ein Schritt in die Freiheit sein. Und also ich weiß keinen nachhaltigeren Schritt, ehrlich gesagt. Ich weiß keinen besseren Schritt. Ich weiß wirklich, ich habe es anders nicht hingekriegt. Ich musste es verstehen. Mein Verstand musste es verstehen. Ich musste ganz, ganz viele Bücher lesen. Alte Bücher, Interpretationen von der Bibel, wo sich alles zu einem zusammengefasst hat und wo ich einfach kannte, ja Mann, das stimmt. Das ist die Wahrheit, das ist die göttliche Wahrheit über unser Sein, über unser Leben, über unsere Welt. Das ist das, wonach ich mich immer gesehnt habe, weil das fühlt sich so gut an, das fühlt sich so hassfrei an, das fühlt sich so gewaltfrei an, das fühlt sich so leicht an, das fühlt sich so vollkommen an. Es fühlt sich einfach nach dem an, wo ich dachte, das muss ich immer suchen. Und das für mich ankommen. Und wenn ich angekommen bin, heißt es auch wieder ein blödes Wort, aber dann bin ich einfach dort angekommen, wo ich sein will und daraus entwickelt sich mehr und mehr und mehr und mehr für mich und für andere. Ja? Also ankommen in dem Sinne heißt ja nicht beenden, sondern ankommen heißt einfach eigentlich anfangen. Und zwar von dem Standpunkt, von dem Punkt, von der Wahrheit heraus. Ohne die alten Stories und die alten Lügen. Also in dem Sinne ankommen. Ja, das ist, bei uns heißt ankommen ja immer wieder so Schluss aus, Ende, Ziel erreicht, ja, basta. Aber so ist es nicht, sondern ankommen ist eigentlich erst der Anfang. Du kommst am Startpunkt an. Du kommst genau dort an, wo du hinkommen solltest, dass du als göttliches Wesen, als Teil, als verlängerter Arm der Göttlichkeit, der göttlichen Energie, der göttlichen Wahrheit hier für dich selbst und für andere wirken kannst. Da sollst du ankommen, an diese... Eieiei. So, jetzt muss ich zum Ende kommen, weil sonst ist mir gar nichts mehr da mit dem Akku. Also, an diesen Anfang darfst du ankommen und wenn du da angekommen bist, dann ist es echt jeden Tag schön und schöner und du bist halt das, was man sagt, Lieder der neuen Zeit. Du gehst einfach voraus und du gehst nicht voraus, weil du so geil bist und weil du so toll sein willst, sondern du gehst voraus, weil du halt den Weg schon gesehen hast und weil du den Weg erkennst und deswegen gehst du voraus. Und der Rest ergibt sich ja von selber und es kann ja nur gut sein. Also ihr Lieben, ich zeige euch hier nochmal ein bisschen. Jetzt komme ich zum Schluss, weil sonst kommt mein Handy zum Schluss. Seht ihr da Berge, da hinten, weiß ich nicht, ob man sieht, den See. Da gibt es nachher gleich
gleich Wind für Kiter und Windsurfer. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und ich hoffe, das konnte euch ein bisschen inspirieren und auf eurem Weg, ja, hallo Maria, auf eurem Weg nochmal bestätigen. Und das ist das, wofür ich gehe, das ist das, wofür ich stehe, was anderes interessiert mich nicht mehr. Also ihr Lieben, tschüss, tschüss.